So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Die 51. müsste das jetzt sein. Wir haben uns beim letzten Mal quasi hier in dieses wunderschöne Dörfchen, Städtchen, wie die Mausei, Drachenbrücke heißt es, haben wir uns gerettet vor dem bösen, bösen Drachen. Und genau hier machen wir jetzt weiter. Ich möchte mich nochmal kurz umgucken, denn beim letzten Mal war nicht so viel Zeit dafür. Eventuell nochmal die Leute anquatschen, um zu gucken, ob es hier noch ein paar Quests gibt. Macht euch nützlich und hackt etwas Feuerholz. Ihr könnt euch dabei auch etwas verdienen. Aha. Klingt so, als hättet ihr Probleme mit eurer Frau. Sie heißt Olda. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache in ganz Himmelsrand. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Das kenne ich. Das hatte ich vor vielen Jahren auch schon mal. Okay. Also gut. Er hat wohl nix. Holzfällerlager, da wollen wir nicht einbrechen. Sowas machen wir nicht. Zumindest noch nicht. Wir sind ja noch nicht in der Diebesgilde beigetreten. Was haben wir hier? Außenposten. Wir gehen mal rein. Penitus, ich. Keine Ahnung, wer das sein soll. Wahrscheinlich eine Fraktion oder so. Quatschen wir mal an Ich hier. bin mir ziemlich sicher, dass ihr im falschen Gebäude seid. Ihr habt euch wohl verlaufen. Ja, Die okay. Taverne liegt ein Stück weiter die Straße Ist ja entlang. gut, ich gehe ja schon. Schrei mich nicht an, mein Freund. Ich bin nur zu Besuch. In der Taverne waren wir schon, da gab es keine Quest, das weiß ich. Horgeier. Wo ist dieser Faulpelz? Ah, hier, Olda. Ihr wollt mir was verkaufen? Danke. Kein Interesse. Nein. Natürlich begrüße ich die Anwesenheit bewaffneter Fremder, die sich einen feuchten Dreck um uns scheren. Natürlich stört es mich. Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis sie unsere Mühle im Namen ihrer Kriegsanstrengungen beschlagnahmen. Und es wird nicht lange dauern, bis noch mehr Wachen hier sind. Dann verlieren wir auch noch unsere Häuser. Das hier ist erst der Anfang. Merkt euch meine Worte. Okay. Sie gehört noch meinem Mann. Er wird sie schon bald verlieren. Er ist Geil. mit seiner Grundschuld im Verzug, aber das hindert ihn nicht daran, sein ganzes Geld zu versaufen. Jetzt sind wir hochverschuldet, haben nicht den geringsten Heller und stehen kurz davor, unsere einzige Erwerbsquelle zu verlieren. Das klingt nicht gut, aber Olda, du hast, glaube ich, auch ein gesundheitliches Problem. So wie ich das sehe, wächst dir da ein Besen außer Hand. Geh mal lieber zum Dorfschamanen. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi. Azada? Azada. Okay. Hab hier in letzter Zeit ein paar üble Gestalten durchkommen sehen. Dachte, ich hätte solche Leute hinter mir gelassen, als ich Markarth den Rücken kehrte. Ihr habt üble Gestalten erwähnt? Die Kaiserlichen und die Sturmmäntel haben jeweils Reiter in diese Richtung geschickt. Sie suchen die Brücke und das umliegende Land ab. Sie haben in der Herberge übernachtet, dann aber ihre Rechnung nicht bezahlt. Sie sagten, Soldaten müssten nicht bezahlen, weil sie ihr Leben riskieren, um uns zu beschützen. Das ist noch nicht alles. Sie haben uns auch noch einen Haufen Holz genommen und einer von ihnen wollte sich sogar an meiner Tochter vergreifen. Diese Leute glauben, sie können sich alles erlauben. Das klingt nicht gut. Aber natürlich. Jede Nacht bete ich, dass uns nicht ein Drache holen kommt oder die beiden Armeen auftauchen und um die Brücke kämpfen. Ihr fragt, ob ich mir Sorgen mache? Ich habe wahnsinnige Angst, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber um meiner Frau und meiner Kinder willen muss ich stark bleiben. Ja, das glaube ich. Okay, der hat wohl auch nichts. Und das war's auch schon hier mit diesem kleinen Dörfchen, oder? Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal eben uns die Quest an. Das Wissen der Alten. Hauptquest wäre das. Ich glaube, da können wir auch mal weitermachen. Haben wir lange nicht. Kommen wir in der Story auch mal ein bisschen voran. So, da muss ich mit.
Eisbären und Aangeier. Okay. Huch, verdammt. Ich brauche mal eben die... Na, wo ist sie denn? Da, die Karte brauche ich. So. Finde heraus. Ah, Akademie von Winterfeste. Okay. Gut, dann reisen wir da mal hin. Und hoffen mal, dass wir da jetzt reinkommen, weil beim letzten Mal ging das nicht. Warum auch immer. Und dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt weiterkommen. Kommen wir nicht rein. Schade. Ich weiß gar nicht mehr, ab wann man da reinkommt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch was anderes. Ist ja kein Problem. Wir haben ja genug zu tun. Brynjolf. Diebesgilde. Drachenblut, Dämmerwacht. Tötet den Banditenanführer Räuberschlucht? Nee. Sprich mit Lott. Das war, ich glaube, das war ein Hund. Das war, glaube ich, auch interessant. Falkenring. Komm her jetzt. So. Da kann ich mich nur noch vage dran erinnern. Könnte interessant sein oder werden, wie auch immer. Was gibt's denn? Ja, nix. Ein Drache hat Kühneshain angegriffen? Aber warum? Warum diesen Ort? Ja, das würde ich auch gern wissen. So, wo ist denn der gute Lott? Ach, das ist gar kein Hund. Oh. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Die Torwache erwähnte einen Hund. Ich habe die Torwachen gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ja. Gut. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Okay, machen wir. Finde den Hund vor Falkenring. Dann gehen wir mal gucken. Wir sind ja Tierfreunde. So. Straße vor Falkenring. Bis jetzt sehen wir noch keinen Hund. Oh, was haben wir hier? Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Ah, Barbas. Finde den Hund vor Falkenring. Habt ihr nach mir gesucht? Habt ihr etwas gesagt? Im Himmelsrand leben jetzt riesige fliegende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja, ich habe gerade gesprochen und das werde ich auch weiterhin tun. Okay. Wisst ihr, mein Name ist Barbas und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Und wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten. Die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Hört sich einfach an. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden.
Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Ja, okay. Dedra-Quest, ich verstehe. Klavikusvil. Das ist gut. Die Dedra-Quest, die habe ich früher zu Release-Zeiten sehr, sehr gerne gemacht. Die fand ich sehr spannend. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, was genau und warum und wieso, aber die waren wirklich toll. Wuff, wuff, wuff. Na, wo will er denn mit mir hin? Na gut, ein kleiner Spaziergang kann auch nicht schaden. Ein bisschen frische Luft und so. Oh, da läuft jemand. Wer ist das? Wahrscheinlich nur ein Reisender. Oder ein Händler oder so. Hallo? Ein Bauer, okay. Ich bin unterwegs nach Windhelm, um mich den Sturmmänteln anzuschließen. Ulfric hat recht. Viel Erfolg! Ja, bin da. Schrei mich nicht an. Oh. Das gibt Ärger. Gut gemacht, Babas. Feiner Hundi. So, wo ist er hin? Hä? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ey. Oh, ein Bär. Ah, hier, Tembalangarm, Bärenpelze, habe ich es doch gewusst. Macht euch bereit zu sterben. Kazam. In your face. So. Aber wo ist der Hund jetzt? Ach, da unten. Babas. Der ist einfach abgehauen. Soll das? So, bin wieder da. Kann weitergehen. Banditen besiegt. Was los? Musst du groß oder musst du klein? Dann husch ran an Busch. Oh, wer steht da? Nord, hallo? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Fräulein, so nicht. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Das werdet ihr bereuen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Haha, komm ran hier. Aua. Daneben. Euer Ende ist nah. Ich glaube nicht. Die war unhöflich. Hat sie nun davon. Okay, weiter geht's. Barbas ist schon wieder vorgerannt.
Oh, ich glaube, wir sind bald da. Ich habe so das Gefühl, dass das da vorne gleich der... die Burg ist. Der Turm, wie auch immer. Mal eben gucken. Jo. Na, geht doch. Dietrich Gold. Na, wo will der denn ganz hin? Wir sind in Helgen, hier wo alles begann. Okay. Ich hab mich schon gewundert, das kommt mir so bekannt vor. Oh. Auf damit dein komischem Eis. Ist ja ekelhaft. So. Gold. Okay. So, du möchtest da durch wahrscheinlich, ne? Ja, komm. Ich schließe mal auf. Wenn es denn geht. Ja. Und weiter geht's. Steht da? Ivarstadt, ne? Ja, Helgen und... Boah, kann ich nicht lesen, ey, so dunkel. Egal. Rifton wahrscheinlich. Lalalala. Ah, ich bin da. Brauchst nicht bellen. Alles ist gut. Ah, wenn ich das überlebe, kriegst du nachher auch einen richtig schönen Pansen. Jetzt wird's kalt. Gibt wieder harte Nippel. Junge, 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 wo schickt der mich denn ganz hin? Karte gucken. Ja, ich muss dem tatsächlich folgen. Krass. Ich hätte sonst gedacht, einfach hinreisen, aber anscheinend geht das nicht. Ah, okay. Ich glaube, wir sind da. Okay, er geht einfach rein. Hemas Höhle. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ganz zu Anfang des Let's Plays. Es kommt mir mega bekannt vor, der Name.
Okay. Verdächtig ruhig hier drin, ne? Entweder habe ich die schon alle gekillt. Oder das geht hier gleich richtig ab. Okay, ich habe sie anscheinend gekillt. Das ist gut. Erleichtert uns die Arbeit. Na, wo will er hin? Immer weiter, immer tiefer. Hier finde ich nie im Leben wieder raus. Vor allem sieht das alles gleich aus. Ah ja, okay. Ich würde sagen, schnell speichern. Hä? Was habe ich denn da jetzt aufgenommen? What the fuck? Okay, aktivieren wir mal hier den Schrein. Fürst Wiel, ich habe eine Bitte an euch. Tragt euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Ich bin nur hier, um euch mit Barbas zu vereinen. Ach, mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Was? Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken. Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Wie lautet euer Angebot? Es gibt eine Axt. Eine unglaublich mächtige Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Ralf-Felsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Aha. Die Axt der Reue, alles klar. Okay, wie komme ich hier jetzt raus? Okay, das sieht gut aus. Wir gehen erstmal hier raus und dann mal gucken, wo das ist. Quests. Okay, da waren wir noch gar nicht. Krass. Ich würde sagen, wir laufen von hier, Tiefensturzhöhle. Und dann schauen wir mal. Ah, guck mal, Barbas ist auch da. Das ist schön. Mal gucken, ob wir da irgendwie jetzt unkompliziert hinkommen. Aber so wie das aussieht, habe ich Pech. Denn hier sind überall Felsen.
Ah, okay, vielleicht klappt's. Warte mal. Sind ja erfahrener Bergsteiger hier. Ja, doch. Doch. Das sieht gut aus. Dann laufen wir hier runter. Nehmen hier vorne das Burglein, was auch immer das hier ist, mit. Haben wir wieder einen Wegpunkt für später. Festung Nordwacht. Alles klar. So. Jetzt bin ich da runtergerannt und kann da hinten wahrscheinlich gleich wieder hochrennen. Ach du Heiliger. Ja, anscheinend ist das hier schon irgendwo. Ich sehe sie nur noch nicht. Sie ist wahrscheinlich noch ein Stückchen höher. Ah, komm. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ich komme da nicht hoch. Das ist ätzend. Warte mal. Bisschen tricksen vielleicht? Ne. Oder? Okay, müssen wir andersrum wahrscheinlich. Oder? Ja. Schwierig. Ah. Ah, okay, das wird nix. Dann müssen wir hier wieder lang, glaube ich. Oh. Lebt der noch? Nö. Glück gehabt. Mensch, nun. Muss man auch nicht verstehen, ne? Manchmal kann man da langlaufen, manchmal nicht. Ich check's nicht. Wieso? Hä? Lass mich doch da hoch. Keine Chance. Muss ich wieder einen kilometerweiten Umweg laufen, ey. Das verstehe ich nicht. Aber das hat mich damals auch immer schon genervt. Irgendwo in irgendwelchen Felsenhöhlen verstecken, wo man eine halbe Stunde für braucht, um da hinzukommen. Hier komme ich jetzt auch wieder nicht weiter. Ätzend. Okay, pass mal auf. Mach das mal anders. Wir reisen mal dahin. So. Und jetzt natürlich wieder weiter weg. Aber ich hoffe, dass wir von hier aus einen besseren Ausgangspunkt haben. Oh, guck mal. Und hier ist auch schon wieder irgendwas. Wo wir auch noch nicht waren. Was ist denn das hier für ein Ort? Hallo? Volkskücke? Kicke? Interessant.
aber noch nicht. Alles zu seiner Zeit. So. Ah, guck mal hier. Hier haben wir auch schon einen Weg. Oh. Halt, stopp. Eiswolf. Uff. Okay, ich glaube, das sieht gut aus. Jetzt bin ich quasi da, wo wir eben nicht hochgekommen sind. Ganz oben. Oh mein Gott. Ach, du Heiliger. Wie komme ich da denn jetzt runter? Oh oh. Oh. Yes. So, Rinder. Oh oh. Feueratronach. Ganz prima. Die habe ich ja besonders gern. Aber gibt Feuersalze. Aua. Und sie explodieren. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Sebastian Lord. Oh. Oh, 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 oh. Der macht aber Aua. Das sehe ich ja jetzt erst. Moment, Moment, Moment. Macht der Blitz oder macht der Eis? Ich habe keine Ahnung. Regeneration. Hatte ich nicht kleine Heilung? Doch, da. Kleine Heilung. Yes. Mein lieber Lord. Es war wohl nix. Blitzresistenz hat er. Stab der Eisstürme. Oh, der ist ordentlich was wert. Können wir mal mitnehmen. So. Axt der Reue. Easy peasy, würde ich sagen. Oh, hier, guck mal, Truhe. 136 Gold. Schuppenstiefel der großen Ausdauer? Nee. Stab der heilenden Hand? Ah, nee. Geldbeutel. Trollschädel. Kleines Geweih. Die Runen. Die Ruinen von Kemel C. Mit C. Lustiger Name. Okay, aber da, so wie es aussieht, brauchen wir da nichts von. Alles klar. Was haben wir hier noch? Apfelkuchen. Mh, lecker. Herzfeuer. Schlafenbett. Alles klar. So. Zack. Dann hüpfen wir hier einmal raus. Und ich würde sagen, das war's für heute mit dieser Folge. Hier machen wir denn
beim nächsten Mal mit dem guten Barbas und den Clavicus oder wie auch immer heiß mag, machen wir dann weiter, bringen ihm die Axt und gucken mal, ob wir eine schöne, coole Belohnung kriegen. Ich habe da schon so eine kleine Vorahnung, was wir da bekommen könnten. Aber das, ich verrate es natürlich nicht. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal in Ruhe an. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an die beiden neuen Abonnenten. Ich habe es heute gesehen. Vielen Dank dafür. Es freut uns sehr. Vielen Dank für den Support. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag und verabschiede mich nun. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.